Ich möchte euch mal ein paar Gedanken und Nachrichten erzählen, die mir zurzeit in den Gedanken rumschwirren, die vielleicht so manch einer weiß, manch einer weiß es auch nicht. Vielleicht regt es euch an, mal selber zu recherchieren, abseits dem Mainstream. Vorab jedoch, am Dienstag geht der neue Job los. Letzte Woche stand das Auto in der Werkstatt. Wie sollte es auch anders sein? Alles kommt auf einmal. Was mir ganz sehr auffällt in den Medien, ganz besonders spezielle Politiker, stellen die Ossis, also auch mich, als dumm dar. Und ich kann nur eins sagen, ich bin laut IQ-Test höher intelligenter als so manch einer, habe genug Bildung hinter mir. Habe drei Abschlüsse. Ich glaube, ich bin zu schlau für die Bundesregierung. Sorry. Ja, was schwirrt mir noch derzeitig rum im Kopf? In einem Krieg brauchen wir die Brücken nicht zerstören. Die Brücken in Deutschland fallen von alleine zusammen, wie die Carola-Brücke in Dresden, wo der TÜV schon letztes Jahr irgendwas am Bauzustand bemängelt hat. Dann frage ich mich immer wieder, warum das Wetter als Panikmache genommen wird. Ich frage nur, ist es manipuliert? Informiert euch selber. Klimaaktivisten der letzten Generation bekommen irgendwelche Strafen, die sie gezahlt haben, circa so Pi mal Daumen 300.000 € zurück, wurde vom Oberverwaltungsgericht Berlin festgelegt. Die Beleuchtung in Berlin für Weihnachten ist zu teuer, die Ramadan-Beleuchtung ist aber geplant. Sollte die NATO eine Freigabe für Langstreckenraketen erteilen, stehen die NATO-Länder mit Russland im Krieg? Ja, auch Russland. Wer hat die Rede von Scholz im Bundestag gesehen? Er hat eine Rhetorik und eine Gestik wie im Dritten Reich. Ist mir ganz sehr aufgefallen. Dann steht unsere Bundespolizei kurz vor der Insolvenz. Ich frage mich, wer soll bei tieffliegenden Besteckteilen uns schützen? Gewaltverbrechen sind täglich zu hören, egal in Ost und West, überall. Ein ganz berühmter oder ganz reicher Mann, der einen Computer entwickelt hat mal gesagt, entweder wir bekommen eine neue Pandemie oder es beginnt ein dritter Weltkrieg. Wir können uns also irgendwie entscheiden, wobei das nicht wirklich eine Entscheidung ist. Die USA wollen weiterhin Raketen in Japan stationieren. Russland und China finden das nicht so nett. Ungarn zeigt Charakter gegenüber der EU und die EU schäumt vor Wut. Der Ukraine-Krieg, Kursk und auch die anderen Fronten, Israel und Gaza, informiert euch selber, was dort abgeht. Dann, was mir ganz sehr auffällt, dass viele große Firmen, Traditionsfirmen in Insolvenz gehen oder abwandern aus Deutschland. Denken wir einfach mal an VW, letzte Woche was rauskam. Dann ist auch jetzt Schenker, die Speditionsfirma von einer, ich glaube, dänischen oder holländischen Firma aufgekauft worden. Der Bundeshaushalt schreit zum Himmel. Dann Handyspielchen im Bundestag von den Abgeordneten. Habeck möchte Bundeskanzler werden. Und was mir dazu einfällt, unsere Politiker sollten doch mal mit Geschichte lernen oder sollten sich mal mit Geschichte befassen, damit sie aufhören, die gleichen Fehler zu machen wie in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Was fällt euch noch ein? Welche Gedanken schwirren euch im Kopf rum? Macht ihr euch über irgendwas Sorgen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und tülütü, meine Hübschen.